Frank Nolte. Eigentlich wollte er Sportreporter werden. Mit seinen beiden Hochschulabschlüssen, BWL an der Uni Köln sowie Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule, war er auch auf gutem Weg dorthin. Denn für UFA Sports und Sport 5 verantwortete er den Verkauf der TV-Rechte für Grand-Slam-Turniere wie Wimbledon und US Open. Doch dann zog es ihn in das väterliche Unternehmen und damit zum Pressegrosso. Frank Nolte ist in jeglicher Hinsicht eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich in ganz besonderem Maße für die Branche verdient gemacht hat. Frank Nolte ist ein Glücksfall für das Pressegrosso und die Branche insgesamt. Er hat das Verbandsgehen. Er ist bereits seit 2004 im Grosso-Vorstand aktiv und nunmehr seit 10 Jahren unser großer Präsident. Ob Discounter-Erschließung, Professionalisierung der Großkundenbetreuung oder auch Public Affairs in Berlin. Frank Nolte hat große Verdienste um die Fortentwicklung unseres einmaligen Pressevertriebssystems. Frank Nolte ist in allererster Linie ein schwäbischer Unternehmer, grundsolide und verantwortungsbewusst und präzise, detailliert in der Umsetzung. Sehr diplomatisch, behält in schwierigen Situationen immer einen kühlen Kopf, eine große Persönlichkeit. Sein großes Ziel ist es, die Branche fit zu machen, um im Schulterschluss mit den Verlags- und Einzelhandelspartnern den Medienwandel aktiv zu gestalten. Keine leichte Aufgabe bei den vorhandenen existenziell wichtigen Baustellen. Die Fusionen in der Grosso-Branche kamen nicht voran und der auslaufende Vertrag mit den Verlagen über neue Bezugskonditionen erforderte eine Einigung für die Zukunft. Da gab es nervenaufreibende, nicht immer nette Verhandlungen. Die Zeichen standen auf Sturm. Die Verhandlungen standen kurz vor der Kippe und er hat es geschafft, die Mitglieder einzusammeln und die Verhandlungen in die richtige Richtung weiterzuführen und damit das System auch zukunftsfähig gemacht. Garanten für seinen Erfolg sind sein ausgeprägtes diplomatisches Geschick, seine Verbindlichkeit und seine uneingeschränkte Verlässlichkeit. Ich habe Herrn Nolte als harten, aber verlässlichen und fairen Verhandlungspartner in den Verhandlungen wahrgenommen. Wir Schwaben stehen ganz grundsätzlich vor einer epischen Trilogie der Herausforderungen. Karges Land, kleine Kartoffeln, keiner versteht uns. Und das muss man als Schwabe kompensieren durch einerseits große visionären Ideen, auf der anderen Seite durch eine hohe Leidensfähigkeit in der Umsetzung dieser Ideen. Und genau diese Kombination zeichnet Frank Nolte aus mehr als alles andere. Nolte hat mit langem Atem und viel Verhandlungsgeschick für das Pressegrosso etwas erreicht, was viele schon für nicht mehr möglich gehalten hatten. Wir standen vor und stehen heute mitten in der historischen Aufgabe, das vermutlich beste Vertriebssystem der Welt ins 21. Jahrhundert zu bringen und zukunftsfest zu machen. Und das setzt vor allem eines voraus, nämlich ein tiefes Vertrauen in die handelnden Akteure auf beiden Seiten. Und Frank Nolte kann man vertrauen, weil er ein großer Kämpfer ist für die Medienpluralität und die Meinungsfreiheit in Deutschland und damit letztendlich für unsere Demokratie. Und genau dafür schätzen und respektieren wir alle in der Verlagslandschaft ihn sehr. Der Futurum Vertriebspreis Innovativer Vertriebsmanager 2019 geht an Frank Nolte.